Servus meine Lieben, heute mal ohne Jacke, ohne Mütze, dafür mit T-Shirt und sogar kurze Hose. Ich war unsicher, ob es warm genug ist, aber es ist warm genug. Erstmal vielen Dank an alle, die in letzter Zeit ein Abo dagelassen haben, weil der Channel ist dadurch echt nochmal deutlich gewachsen und ich hoffe, das geht so weiter. Wenn also noch nicht geschehen, abonniere gerne meinen Channel und dann sehen wir uns hier öfter. Heute geht es um so ein paar Modifikationen, die ich an meinem Lenker gemacht habe, weil mein Bike nicht ganz perfekt gepasst hat. Und genau darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, dass es dem einen oder anderen helfen kann, eine bessere Position auf dem Rad zu finden und ja, einfach so insgesamt das Fahrerlebnis zu optimieren. Nennen wir es mal so. Ich schwenke mal hier rüber und zeige euch mal, was ich so gemacht habe. Als erstes habe ich den Vorbau verkürzt. Hier war original ein etwas längerer Vorbau drin. Das heißt, dass der Lenker einfach noch ein Stückchen weiter weg von meinem Sattel war. Heißt, kürzerer Vorbau an dieser Stelle, also genau dieses Teil hier. Man kann es ein bisschen schlecht sehen, weil da einfach das Neon-Display drüber sitzt. Aber dieser Vorbau hier, der ist jetzt der kürzeste, den es gibt. Und den habe ich da dran machen lassen, in dem Fall, weil ja für mich diese Position dann einfach ein bisschen angenehmer ist, wenn der Lenker ein bisschen näher bei mir ist. Dadurch sitze ich aufrechter und dadurch habe ich weniger Belastung auf meinen Handgelenken. Und das hat sich gelohnt, auch wenn es wirklich nur 1-2 cm Unterschied war, muss ich sagen, wirklich, wirklich coole Sache. Die Schwierigkeit war, dass es diesen Cube-Vorbau in dieser Bauform, wie er eben hier an dem 625 SL dran ist, den gibt es nicht als Ersatzteil zu kaufen. Heißt, du hast hier die Schwierigkeit, dass wenn du diese Originalform, die jetzt hier auch wieder eben dran ist, erhalten willst, die auch zu diesen Distanzstücken hier unten passt, dann wird es schwierig, weil, wie gesagt, dieses Teil gibt es nicht. Ich hatte Glück, weil ich beim Händler tatsächlich einfach mal ja, nachgefragt habe und der hat mir dann erstmal das Gleiche erzählt und dann aber doch per Zufall in der Werkstatt noch ein Teil gefunden von einem anderen Kunden, der einen längeren Vorbau brauchte und deswegen war der hier übrig und so habe ich den Originalvorbau in etwas kürzer eben dann bekommen, was dann eben perfekt gepasst hat für mein Bike. Heißt, kürzerer Abstand vom Sattel zum Lenker, ich sitze etwas aufrechter, ist nicht viel, aber macht doch viel aus. Insofern, wenn du also das Gefühl hast, dass dein Lenker einfach ein bisschen zu weit weg ist oder du zu viel Druck auf den Handgelenken hast, dann kann ich dir das absolut empfehlen. Verkürz mal den Vorbau, dann sitzt du eventuell etwas besser. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Das Zweite, was ich gemacht habe, weil ich dann immer noch so ein bisschen bei längeren Fahrten, sag ich mal, in den Handgelenken oder auch in den Händen, was soll man sagen, Schmerzen hatte, sagen wir es mal allgemein so, habe ich mir andere Lenkergriffe geholt. Und die Original-Lenkergriffe, die sind ja einfach ganz normal schlicht rund. Das ist völlig okay und das war auch für den Anfang überhaupt kein Thema. Ich habe dann aber so ein bisschen rumgeschaut und habe dann diese Lenkergriffe von Ergon gefunden. Und da ich in diesem Video jetzt wieder Marken benenne und Produkte benenne, wird das Video natürlich wieder als Werbung gekennzeichnet. Ich habe diese Griffe selbst gekauft und selbst bezahlt. Ne? Muss man trotzdem mal kurz klarstellen. Die habe ich montiert und muss sagen, das hat echt viel gebracht. Du siehst es hier oben, du hast hier eine etwas größere Auflagefläche für deine Hand und kannst den Lenker aber trotzdem noch wirklich richtig gut umgreifen. Ich war da ein bisschen skeptisch, habe aber sehr viel Gutes darüber gelesen und wollte es dann ausprobieren und kann nur sagen, ja, auch das hat sich gelohnt. Also die zweite kleine Änderung hier am Lenker hat nochmal den Komfort verbessert. Ich lese euch mal vor, was der Hersteller über diesen Griff schreibt, damit ihr so ein bisschen Gefühl habt, was das soll. Ist ein ziemlich langer Satz, aber ich versuche den trotzdem mal in einem Zug zu lesen, ist gar nicht so einfach. Das einzigartige ergonomische Design reduziert oder beseitigt Handschmerzen, taube Finger, entzündete
beseitigt taube Finger. Kriege ich aber Angst. Also nochmal von vorne. Das einzigartige ergonomische Design reduziert oder beseitigt Handschmerzen, taube Finger, entzündete Handgelenke und Armpump. Während die Hand und das Handgelenk in einer ergonomisch idealen Position unterstützt werden. Mein Gott, was für ein langer Satz. Also, der perfekte Griff für All-Mountain- und Trailfahrer, die maximalen Komfort auf längeren, anspruchsvollen Fahrten suchen. So, klingt super vielversprechend und ich finde, die Griffe können das auch halten. Also ich würde sie sofort wieder kaufen. Ich kann sie auch empfehlen für alle, die so ein bisschen das Gefühl haben, auf längeren Fahrten einfach ein bisschen Komfort zu vermissen und vielleicht auch in den Handgelenken oder am Handballen, in den Fingern irgendwelche Problemchen, Schmerzen, Taubheit, solche Sachen. Probiert diese Griffe aus. Die kosten 25 Euro oder so. Ich mache euch den Link unter das Video in die Beschreibung. Ist empfehlenswert und ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Dein Fahrradhändler wird dir wahrscheinlich das Gleiche erzählen, wenn du mit dem mal drüber sprichst. Es liegt meistens am Vorbau. Ja? Jo, das mal so als zwei Kleinigkeiten, die ich an meinem Bike schon vor einigen Monaten sogar gemacht habe. Ich wollte es aber einfach mal ein bisschen auf mich wirken lassen, ein bisschen testen, bevor ich darüber ein Video mache. Und jetzt sind wir soweit. Ich kann es empfehlen. Ich werde es auch alles erstmal so belassen. Vielleicht finde ich noch ein bisschen was, was man noch weiter optimieren kann. Ich denke drüber nach, den Lenker etwas schmaler zu machen. Weil ich meine, guck mich an, ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht das ultra breite Kreuz. Ne? Also ich komme durch die meisten Türen auch gerade durch, muss nicht quer durchgehen. Aber der Lenker hier, der ist halt schon, kommt jetzt mit der GoPro sowieso nicht rüber, wie breit der ist, aber der ist schon sehr breit. Und ich glaube, mit einem etwas kürzeren Lenker, vielleicht auf jeder Seite mal einen Zentimeter wegnehmen, wäre mein Sitzkomfort auch noch mal ein bisschen besserer als wie vorher. Also ihr wisst, was ich meine. Das werde ich mal nachlesen und ich glaube, da werde ich vielleicht auch noch mal das ein oder andere Feedback vielleicht in irgendwelchen Foren dazu bekommen und ja, vielleicht werde ich meinen Lenker etwas kürzen. Mal gucken. Aber die Idee muss erstmal noch ein bisschen reifen, weil so schlecht ist es im Moment eigentlich auch nicht. Im nächsten Video oder im übernächsten erzähle ich euch ein bisschen was über meine Sattelstütze übrigens. Hier, gefederte Sattelstütze. Dürft ihr auch schon gespannt drauf sein. Da machen wir ein eigenes Video dazu. Jetzt gehe ich auf Tour. Genießt die Sonne. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende oder einen schönen Montag oder wann auch immer du das Video schaust. Hinterlasst bitte einen Kommentar. Klickt den Daumen hoch und bis bald. Ciao. Thank you.